Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Theresa Huber und ich darf Sie heute im Namen von MainMed und den Regionalmedien Austria ganz herzlich zum heutigen Webinar mit dem Thema Endometriose willkommen heißen. Als heutigen Referenten begrüße ich Primar Dr. Albert Knauder. Er ist Leiter der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe des Landesklinikums Neunkirchen. Wie alle MainMed-Referentinnen und Referenten trägt er heute ehrenamtlich vor. Vielen herzlichen Dank dafür. Ein weiteres Dankeschön geht an unseren langjährigen Partner der österreichischen Gesundheitskasse. Ich möchte Sie noch informieren, dass wir im Vorfeld Fragen gesammelt haben, die im Anschluss an den Vortrag von unserem Referenten beantwortet werden. Nun übergebe ich aber das Wort an Herrn Primar Dr. Knauder. Guten Tag, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Dr. Albert Knauder. Ich bin Abteilungsvorstand auf der Gynäkologie Geburtshilfe in Neunkirchen und beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Endometriose. Endometriose ist das, worum es heute geht. Und ich habe einen Vortrag mitgebracht, den ich Ihnen gern präsentieren werde. Es ist ein Vortrag für Ärzte und für Laien. Sie werden sich jetzt denken, das ist nicht möglich, wie soll das gehen? Aber ich denke, das geht. Es gibt Ärzte, die mit dem Vortrag überfordert sind und es gibt leider Patientinnen, die schon so viel wissen, weil sie viele Ärzte schon konsultiert haben, viel gelesen haben, dass sie den Vortrag vielleicht langweilig finden werden. Es sind viele Fachausdrücke drinnen, lateinische Bezeichnungen, Sie brauchen aber keine Angst haben, ich werde alles übersetzen, Sie werden alles gut verstehen. Und ich möchte in dem Sinn gleich mit dem Vortrag beginnen, nämlich mit dem Thema Endometriose. Es ist ein sehr häufiges, oft sehr lange unerkanntes Frauenleiden. Darauf werde ich später noch zu sprechen kommen. Zunächst geht es um die Definition der Endometriose. Endometriose, was ist das genau? Nun, es ist das Auftreten von endometriumartigen Zellverbänden außerhalb des Cavum Uteri. Das klingt einmal kompliziert, ist aber ganz einfach. Das Endometrium ist die Gebärmutterschleimhaut, also die Schleimhaut, die innen die Gebärmutterhöhle auskleidet. Also, und bei der Endometriose geht es um das Auftreten von dieser Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutterhöhle, also außerhalb des Cavum Uteri. Und die Erkrankung ist östrogenabhängig, das heißt hormonabhängig und tritt deswegen in der reproduktiven Lebensphase auf. Also wenn Frauen in den Wechsel kommen, sind die Endometriosebeschwerden eigentlich vorbei. Wichtig ist, dass Sie wissen, dass es eine gutartige Erkrankung ist. Das heißt, es hat nichts mit einem Karzinom oder mit einer Krebserkrankung, bösartigen Erkrankung zu tun. Es ist eine gutartige Erkrankung, proliferative Erkrankung. Das heißt, dass sie sich ausbreiten kann, dass sie wächst, dass es eine Wachstumstendenz gibt. Und als Viertes habe ich angeführt, dass es sehr häufig ist. Die Geschichte der Endometriose ist schon sehr alt. Es haben sich viele Mediziner schon damit beschäftigt. 1760 gibt es die erste morphologische Beschreibung einer Endometriose von einem Arzt. Es gibt dann 1793 schon die erste Beschreibung einer Endometriose-Zyste, sehr häufiges Erscheinungsbild der Endometriose, und dann gibt es also viele weitere Kollegen, Kolleginnen, die sich damit beschäftigt haben. Und damit kommen wir zur Entstehungstheorie der Endometriose. Das ist natürlich sehr wichtig für Betroffene, für die Frauen, die wollen wissen, warum habe ich das, wie kann das entstehen? Gut, es gibt zur Entstehungstheorie der Endometriose mehrere Ansätze. Ich möchte nur zwei herausnehmen, die zwei wesentlichen. Das erste wäre die retrograde Menstruation. Retrograd heißt, dass es in die falsche Richtung geht. Die Menstruation passiert ja an sich nach außen über die Scheide und es kann aufgrund von verschiedenen Mechanismen dazu kommen, dass diese Menstruation auch nach innen stattfindet, sodass die Frau nicht nur nach außen blutet, sondern über die Eileiter auch Menstruationsblut nach innen in die Bauchhöhle gelangen kann. Auf diese Art und Weise können eben Endometriumzellen, also Zellverbände der Gebärmutterschleimhaut, in die Bauchhöhle gelangen und dort anwachsen und sich dort ausbreiten.
Und wesentlich ist, dass bei Endometriose-Patientinnen so eine gestörte uterine und tubare Peristaltik vorhanden ist. Was heißt das jetzt? Die Uterine ist also Gebärmutterperistaltik und die Tubare die Eileiterperistaltik. Und die Peristaltik an sich ist das, diese Bewegung, das Bewegungsmuster, das in Hohlorganen halt vonstatten geht, dass eben der Darminhalt zum Beispiel weiter transportiert wird oder der Harn im Harnleiter. Und diese Peristaltik ist gestört und kann es erleichtern, dass eben das Menstruationsblut nach hinten über die Eileiter in die Bauchhöhle gelangen kann. Das wäre eine mögliche Ursache für die Endometriose, das deckt aber nicht alle Endometriose-Patientinnen ab, weil es Frauen gibt zum Beispiel, die ohne Gebärmutter geboren werden oder die verschlossene Eileiter haben oder keine Eileiter haben und trotzdem eine Endometriose im Bauchraum haben. Also kann nicht nur die retrograde Menstruation die Ursache für die Endometriose sein, sondern auch andere Ursachen muss es geben. Und eine davon ist diese Metaplasie-Theorie, dass eben die Umwandlung in Endometriosezellen vor Ort geschieht, dass eben in der Anlage schon endometrioseartiges Gewebe vorliegt, das irgendwann im Laufe des Lebens unter dem Östrogeneinfluss, unter dem Hormoneinfluss dann zu wachsen beginnt und Beschwerden verursachen kann. So ist es, dass die Endometriose-Entstehung wahrscheinlich ein sehr komplexer Vorgang ist, der eine Kombination aus mehreren Faktoren ist. Und deswegen gibt es auch die vielen verschiedenen Erscheinungsformen der Endometriose. Ob die Endometriose jetzt ovariell ist, das heißt den Eierstock betrifft, oder peritoneal, das wäre die Bauchfellendometriose, oder die retrozervikale Endometriose ausgeprägt ist. Diese sogenannte tief infiltrierende Endometriose, die hinter der Zervix, also retrozervikal, hinter dem Muttermund entsteht. Die Epidemiologie der Endometriose, ja, also ein großes Thema. Es gibt keine genauen Daten. Es gibt eine geschätzte Prävalenz, das heißt ein geschätztes Vorkommen der Erkrankung bei 10-15% der weiblichen Bevölkerung. Und es gibt auch einen relativ hohen Anteil, ich glaube, diese 4% sogar zu niedrig sind, von asymptomatischer Endometriose. Das heißt, man kommt nie drauf, dass eine Frau Endometriose hat, weil es keine Beschwerden macht. Deswegen ist auch die Statistik so schwierig. Wenn eine Frau eine Dysmenorrhoe hat, das heißt starke Regelschmerzen hat, kann man davon ausgehen, dass zu 50% eine Endometriose dahinter steckt. Genauso ist es bei Unterbauchschmerzen, die chronisch auftreten, also die nicht kurzfristig sind, sondern chronisch immer wiederkehrend auftreten. Da kann man auch davon ausgehen, dass in 50% davon eine Endometriose beteiligt ist. Und vor allem, wenn keine Besserung auf einen Therapieansatz, auf die Pille zum Beispiel, stattfindet, dann gibt es bis zu 70% Endometriose-Beteiligung. Die häufigste Lokalisation der Erkrankung ist so, dass das großteils im Ligamentum sacrouterinum, das werde ich Ihnen später zeigen, was das ist. Es ist ein schwieriges Wort, aber leicht zu verstehen. Das Ligament ist das Band und das Sacrouterinband verbindet das Sacrum, also das Kreuzbein, mit dem Uterus, mit der Gebärmutter. Also der Bandapparat, der die Gebärmutter am Kreuzbein fixiert, das Ligamentum sacrouterinum, ist ein häufiger Ort der Erkrankung. Ebenfalls das Ovar, also der Eierstock, 60-50% und generell der Bereich ganz tief unten im Becken, also der Douglasraum, bis zu 30%. Der tiefste Punkt des Beckens. Und da sammeln sich diese Zellen, die über die retrograde Menstruation auch in die Bauchhöhle gelangen, am leichtesten und können dort halt Kontakt zum Bauchfell finden und dort anwachsen und sich weiter entwickeln. Des Weiteren sind dann eben Harnblasenendometriose, 15% Ligamentum latum, das wäre das Gewebe links und rechts neben der Gebärmutter Richtung Beckenwand, das Rektum, also der Enddarm mit immerhin 12%. Ein weiteres Band, das die Gebärmutter nach vorne zur Bauchdecke, zum Leistenkanal hin fixiert, das Ligamentum rotundum und die Eileiter mit 8%. So viel zur Lokalisation. Was sind jetzt Risikofaktoren für die Entstehung der Endometriose? Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, interessant für die Frauen. Was führt dazu? Nun, die häufige starke Menstruation, das ist klar, das haben wir aus dem Vorhergesagten schon, kann man das ableiten. Je stärker eine Frau blutet, desto mehr Blut und je mehr Endometriosezellen oder Endometriumzellen können über die Eileiter in die Bauchhöhle kommen und dann eben die Erkrankung auslösen.
frühe Menstruation kann es fördern, eine schmerzhafte Menstruation durch die Prostaglandine, das sind Stoffe, die die Krämpfe verursachen bei der Menstruation und die auch natürlich bei der Geburt wichtig sind, die Prostaglandine, weil sie die Gebärmutter kontrahieren und eine schmerzhafte Menstruation verursachen. Die Nulliparität, also Frauen, die keine Kinder geboren haben, sind häufiger betroffen. Die Schwangerschaft scheint da umgekehrt eine schützende Wirkung gegen die Endometriose auszuüben. Eine späte erste Schwangerschaft. Wichtig ist, dass es eine familiäre Anamnese gibt, dass also Töchter und Schwestern häufiger betroffen sind. Und Umweltfaktoren, Dioxinbelastung wird da immer wieder erwähnt, Autoimmunerkrankungen, Adipositas, also ja, Fettleibigkeit, da geht es wieder über die Schiene der Östrogene, also der weiblichen Hormone, weil im Fettgewebe eben viel weibliche Hormone produziert werden. Die Rothaarigen findet man immer wieder in der Literatur. Ich glaube, das ist nicht so ein großer Risikofaktor. Sei nur erwähnt. Ja, es ist halt die Endometriose eine multifaktorielle, polygene Erkrankung, wobei sich verschiedene Gene in Erscheinung treten und wo auch das Milieu, Vererbung und so weiter mitspielt. Kommen wir nun zu den makroskopischen Erscheinungsformen. Wie schaut so eine Endometriose aus? Das haben wir früher schon kurz erwähnt, die verschiedenen Erscheinungsformen. Die peritoneale Endometriose, also Endometriose des Bauchfells, die ovarielle Endometriose, die Endometriose eben des Eierstocks, die tief infiltrierende, die eben vorwiegend hinter der Gebärmutter, hinter dem Muttermund auftritt und im Bereich der Beckenwände. Dann gibt es noch die Adenomiose, das ist die Endometriose in der Gebärmuttermuskulatur, die in knotiger und diffuser Form auftreten kann. Das wären so die morphologischen Erscheinungsformen und dann lässt sich noch unterscheiden in aktive und inaktive Formen von der Klinik her. Da habe ich ein paar Fotos mitgebracht von einer peritonealen Endometriose, also Bauchfellendometriose. Man sieht hier ein Darmstück und das wäre so ein Endometrioseherd auf dem Darmbauchfell oder hier Endometrioseherde am Bauchfell an der Beckenwand und aktive Herde sind eben rote Herde, wie es hier in Erscheinung getreten ist, Hypervaskularisation, dass zu einer vermehrten Gefäßbildung kommt, wie es hier dargestellt ist, Entzündungszeichen, das wäre eben die Rötung, die Schwellung, vesikuläre Implantate, man sieht hier so kleine Bläschen, also auch so Bläschenbildung wäre typisch für Endometriose. Und das wäre die aktive Form, bei der inaktiven Form, wenn die Erkrankung schon länger besteht und sozusagen ausgebrannt ist, sind es eher schwarze, braune Herde, wie da unten dargestellt. Wenig Gefäße, weißliche Herde, sind hier diese weißen Veränderungen am Bauchfell, Peritonealverdickungen, das Bauchfell verdickt dann und wird so schwielig aufgetrieben. Also so viel zur peritonealen Endometriose. Das wäre eine ovarielle Endometriose, also Eierstockendometriose. Sie sehen hier oben die Gebärmutter. Hier seitlich wären die Eileiter, das ist der Teil vom Eierstock, vom rechten in dem Fall. Und das wäre der linke Eierstock, der umgewandelt ist in so eine Endometriose-Zyste. Die aktive Form klinisch wieder wird so eine dünnwandige Zyste sein, die viele Gefäße hat und wo ein frisch eingebluteter Inhalt drinnen ist, also frisches Blut. Bei der älteren Endometriose, bei der schon inaktiven, wird die Wand dann eher dickwandig, so fibrosiert, mit viel Bindegewebe und der Inhalt ist dann eher so bräunlich, schwarz. In beiden Fällen wird man sprechen von der Schokoladezyste, das haben Sie sicher schon gehört, also Endometriosezyste, Schokoladezyste. Das nächste Erscheinungsbild wäre eben diese tief infiltrierende Endometriose. Tief infiltrierend heißt, dass es nicht nur am Bauchfell außen zu sehen ist, sondern dass es in die Tiefe wächst. Und hier wird typischerweise so ein retrozervikal, also hinter dem Muttermund, ein Endometrioseherd dargestellt, der hier zwischen Gebärmutter und Darmwand liegt. Und diese tief infiltrierende Endometriose ist ganz gemein, weil sie einen destruktiven Charakter hat. Sie wächst in die Umgebung ein und kann das umliegende Gewebe auch
zerstören und verändern. Und wenn Frauen beim Frauenarzt untersucht werden und wenn man mit diesen Spekula, mit diesen Scheidenspiegeln, die hier dargestellt sind, in die Scheide schaut, dann wird man hier den normalen Muttermund sehen und hinter der Gebärmutter, also retrozervikal, hinter Muttermund, diesen Knoten. Das wäre so ein typischer Endometriose-Knoten, der in die Scheide oft sich vorwölbt und die Scheide so ausbuckelt und so bläulich manchmal durchscheint. Bläulich, bräunlich. Ja, hier wäre dargestellt die Resektionslinie, wenn man diesen Knoten entfernt, wie man chirurgisch vorgehen würde. Und Schmerzsymptomatik bei dieser tief infiltrierenden Endometriose ist die Dyspareunie, also Schmerzen beim Geschlechtsverkehr bedeutet das. Und das ist klar von der Lage her. Gut. Dann haben wir gesagt, gibt es noch die Endometriose der Gebärmuttermuskulatur, eben diese Adenomiose, die in knotiger Form und in diffuser Form auftreten kann. Das wäre so ein Adenomiose-Knoten in der Gebärmutter. Das ist ein Ultraschallbild von der Gebärmutter. Das drinnen ist die Schleimhaut, das hellere, und das wäre die Muskulatur. Und Sie sehen hier, die Vorderwand schaut ein bisschen anders aus als die Hinterwand, ist von der Struktur her anders. Meistens besteht auch bei der Adenomiose eine Asymmetrie zwischen Vorder- und Hinterwand. Ist häufiger an der Hinterwand, und dann ist die Hinterwand meistens dicker als die Vorderwand. Das wäre so ein typisches Zeichen für eine Adenomiose. Die operative Sanierung ist schwierig in dem Fall, weil diese Adenomiose nicht so ein typischer Knoten ist, eben wie bei Myomen das der Fall ist. Myome kann man leicht entfernen, so gutartige Veränderungen der Gebärmuttermuskulatur. Bei der Adenomiose ist es schwieriger, chirurgisch zu entfernen, weil es eben keine Schichtung und keine klaren Grenzen gibt. Was sind nun die Symptome der Endometriose? Ja, typisches Symptom der Endometriose ist der Schmerz. Der Schmerz einerseits, zweitens die Blutungsstörung, also Veränderungen der Blutung an sich und auch des Menstruationszyklus, und in weiterer Folge die Sterilität. Also die drei Faktoren sind wichtig. Wenn wir uns die Symptome genauer anschauen, spricht man von der Dysmenorrhoe, also der schmerzhaften Regelblutung, die sicher das Leitsymptom ist mit 60-90%. Die Hypermenorrhoe, Menorrhagie. Hypermenorrhoe ist eine verstärkte Regelblutung, Menorrhagie eine verlängerte Regelblutung, 20-75%, und generell der Unterbauchschmerz mit einer Häufigkeit von 40-80% der Endometriose-Patienten. Die Dyspareunie daneben, je nach Lage des Herdes, wenn eben hinter der Zervix, hinter Muttermund liegt und diese tief infiltrierende Endometriose vorliegt, in 25-75% Symptome verursacht. Seltenere Symptome sind dann die Dysurie, Hämaturie, Darmblutungen, also Schmerzen beim Wasserlassen wird das bedeuten, die Dysurie, Hämaturie, also blutiger Harn, Darmblutungen, was man als Symptom natürlich immer ernst nehmen muss. Ja, also man kann soweit sagen, dass die Endometriose ein Problem der Frau mit chronischen Unterbauchschmerzen ist und der Frau mit Blutungsstörungen, und dass außerdem ein Problem mit der Fertilität vorliegen kann durch die Endometriose. Also Fertilitätsstörungen werden beschrieben in 30-50% der Fälle. Ganz wichtig ist, dass es keinen direkten Zusammenhang gibt zwischen der Ausbreitung der Endometriose und der Symptomatik. Und wir haben ja eingangs schon gesagt, dass es diese asymptomatische Endometriose gibt, und das ist wirklich so. Man operiert Frauen aus irgendeinem Grund und sieht dann, dass die zufällige Endometriose hat. Und manchmal ist das wirklich eine ausgeprägte Form der Endometriose, so schwere Endometriose. Wenn man die Frau dann nach der Operation fragt, dann haben sie Beschwerden, sagt sie nein. Also das gibt es auch. Es gibt ausgeprägte Endometrioseformen, die keine Beschwerden verursachen, und es gibt Frauen mit kleinen Herden, die große Beschwerden haben. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass das mittlere Zeitintervall bis zur Diagnosestellung immer noch um die 7 Jahre beträgt. Also eine wahnsinnig lange Zeit, in der es zur Verschlechterung der Lebensqualität und der Fertilität, natürlich der Fruchtbarkeit, kommen kann durch die Veränderungen der Endometriose und zu einer Stadiumerhöhung. Und das ist schon eine unglaublich lange Zeit, in der die Frauen manchmal und meistens viele Ärzte konsultieren
und viele Untersuchungen gemacht werden, die aber nicht zur Diagnose führen. Wie geht es jetzt mit der Diagnostik? Wie kann man die Krankheit diagnostizieren? Naja, wichtig ist einmal eine gründliche Anamnese. Als erstes, dann sollte folgen die gynäkologische Untersuchung, der Ultraschall, das wichtigste Handwerk heutzutage in der Hand der Gynäkologin, des Gynäkologen, die Laparoskopie zur endgültigen Diagnosesicherung, also Laparoskopie wäre die Bauchspiegelung operativ, zum Zweck auch der Gewebegewinnung. Man kann auf diese Art also Gewebe gewinnen und das histologisch, also unter dem Mikroskop, dann bestätigen, dass sich bei dem gewonnenen Gewebe um Endometriose handelt. Zusatzdiagnostik kann erforderlich sein, das wäre also die Zystoskopie, Blasenspiegelung, Rektokolonoskopie, also Enddarm- oder Darmspiegelung generell, MRD, Magnetresonanzuntersuchung. Labochemische Untersuchungen sind ein Forschungsgebiet. Es wird sehr intensiv daran geforscht und es wäre toll natürlich, wenn es einen Labormarker geben würde, der zu einem hohen Prozentsatz die Endometriose inkludieren könnte. Kommen wir zum ersten Punkt der Diagnosestellung, zur Anamnese. Da gibt es die sogenannten Leitsymptome, wonach fragt man die Frau und was ist wichtig in der Anamnese. Naja, fragen muss man auf jeden Fall nach der Dysmenorrhoe. Wie ist die Regelblutung? Haben Sie ein Problem damit? Ist es sehr schmerzhaft? Ist es schmerzhaft? Brauchen Sie viele Medikamente, um die Schmerzen beseitigen zu können? Also Dysmenorrhoe als wichtiger Punkt. Dyspareunie, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Als nächstes Leitsymptom, also Blutungsstörungen, Qualität der Blutung, ist die Blutung stark, ungewöhnlich. Darmsymptomatik, wichtig halt für die Darmbeteiligung. Haben Sie Krämpfe während der Blutung, sogar Darmblutungen während der Menstruationsblutung. Besteht eine Dysurie, also schmerzhaftes Wasserlassen. Und Schulterschmerzen sind wesentlich, weil es gar nicht so selten vorkommt, dass Endometriose sich auch im Bauchraum bis zum Zwerchfell ausbreiten kann. Und wenn so ein Zwerchfellherd vorliegt, kann der über einen Nerven, der vom vierten Halswirbel runterzieht, zum Zwerchfell den Schmerz übertragen in die Schulter. Also deswegen gehört in der Anamnese auch die Frage nach den Schulterschmerzen dazu. Und als letztes habe ich angeführt die Sterilität. Wenn eine Frau schon längere Zeit halt ungewollt kinderlos ist, muss man immer auch an die Endometriose denken. Also so viel zur Anamnese. Als nächstes haben wir aufgeführt in der Diagnostik die gynäkologische Untersuchung. Was sollte die beinhalten? Ja, den hinteren Fornix, das wäre das hintere Scheidengewölbe. Das war das Foto, das ich Ihnen gezeigt habe, wo man mit den Scheidenspiegeln die Scheide inspiziert und hinter Muttermund dann diese typischen Endometriose-Veränderungen sehen würde. Also häufige Lokalisation, deswegen unbedingt auf den hinteren Fornix achten bei der Untersuchung. Und bei der Palpation, bei der Tastuntersuchung, wird man bei der Endometriose halt typischerweise Verhärtungen, schmerzhafte Regionen, verdickte, schlecht bewegliche Mutterbänder, schmerzhafte Knötchen hinter Muttermund, im Septum rectovaginale, das ist also der Raum zwischen Scheide und Darmwand, tasten und erspüren und generell eine vergrößerte, druckschmerzhafte Gebärmutter vorfinden, vergrößerte Eierstöcke, wenn so eine Eierstockendometriose vorliegen würde. Also gründliche Untersuchung und zuvor die Spekulumeinstellung, also die Untersuchung der Scheide und des Muttermundes mit den Spiegeln. Was kann man im Ultraschall sehen? Im Ultraschall eben wird man in der Gebärmutter diese Adenomyose sehen, in knotiger Form. Die diffuse Form ist nicht so leicht zu erkennen. Es gibt aber auch für die diffuse Form klare Hinweise im Ultraschall, wie zum Beispiel diese Asymmetrie zwischen der Vorder- und Hinterwand, wo wir gesagt haben, dass die Hinterwand eben dicker ist als die Vorderwand. Die Endometriome, also Endometriome, das sind die Eierstockzysten, die einer Endometriose zugrunde liegen, sind in der Regel leicht zu entdecken. Das ist also das, womit die Frauen meistens in die Ambulanz zu uns geschickt werden. Endometriom, Eierstockzyste, Endometriosezyste.
mit der Bitte um Therapie. Es ist dann meistens so, dass nicht nur die Endometriose im Bereich des Eierstocks vorliegt, sondern in den allermeisten Fällen auch eine, zumindest eine peritoneale Endometriose, also Bauchfellendometriose, begleitend vorliegt. Ja, und dann gibt es das sogenannte Sliding Sign bei der Darmwandendometriose. Sliding heißt gleiten, und man sieht im Ultraschall, wird man sehen, wenn man mit dem Ultraschall einen Druck auf die Gebärmutter ausübt, dass der Darm, der hinter der Gebärmutter liegt, sich von der Gebärmutter wegschieben lässt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man davon ausgehen, dass der Darm dort angewachsen ist. Und dann ist dieses Sliding Sign negativ, also lässt sich nicht darstellen. Dann hat man da Verwachsungen, und diese Verwachsungen haben oft die Endometriose als Ursache. Ganz wichtig ist, dass man bei allen Patientinnen, die einen Verdacht auf Endometriose haben, einen Nierenultraschall macht, weil die Niere gestaut sein kann durch eine chronische Stauung des Harnleiters, bedingt durch eine Endometriose. Und dann muss eine tief infiltrierende Endometriose vorliegen, das heißt, die Endometriose betrifft nicht nur das Bauchfell, sondern geht unter das Bauchfell hinein, und es entsteht dort ein Knoten im Laufe der Zeit, und der Knoten drückt auf den Harnleiter, und der Harnleiter wird komprimiert, also abgedrückt, und der Harn staut sich zurück in die Niere, dass das Nierengewebe durch diesen Nierenstau letztendlich schrumpft und die Niere kaputt geht. Wir sehen das mehrmals im Jahr, dass Frauen kommen mit einer kaputten, gestauten Niere, die dann, wenn keine Restfunktion mehr vorliegt, eigentlich nur mehr entfernt werden kann. Und das kann symptomlos auftreten. Wenn so ein Stau langsam sich entwickelt, macht er keine Beschwerden, keine Schmerzen, wie es typisch wäre bei einem Nierenstein zum Beispiel. Wenn so ein Stein den Abfluss behindert, hat man wahnsinnig starke kolikartige Schmerzen. Das wird da wegfallen, wenn dieser Prozess sehr langsam fortschreitet. Und genau das ist bei der Endometriose der Fall. Ja, also Diagnostik mit dem Ultraschall. Dann sind wir bei der invasiven Diagnostik. Invasiv heißt in dem Fall operative Diagnostik, bei der Laparoskopie, also bei der Bauchspiegelung zur Gewebenahme als Sicherungsmethode der Diagnose, indem man dann das Präparat an die Pathologie schickt, zur mikroskopischen Untersuchung, und der Pathologe, Pathologin wird dann schreiben, ja, typisches Endometriosegewebe, dann hat man die Diagnostik also hundertprozentig gesichert. Und die Laparoskopie dient aber nicht nur der Diagnostik, sondern auch der Therapie, indem Endometrioseherde entfernt werden und sekundäre Erscheinungen der Erkrankung, wie zum Beispiel diese Adhäsionen, die Verwachsungen, gelöst werden. Wir sagen dazu Adhäsiolyse. Ja, Zusatzdiagnostik kann erforderlich sein, haben wir vorher schon kurz erwähnt, also die Zystoskopie, Rektokolonoskopie, Blasen-, Enddarm-, Darmspiegelung oder das MRT bei speziellen Fragestellungen. Ja. Differentialdiagnostisch, natürlich, wenn Frauen kommen zu uns mit chronischen Schmerzen, ist nicht immer eine Endometriose die Ursache. Es gibt auch eine Differentialdiagnostik, die betrieben werden kann. Und da würde ich nur anführen, die urologischen Erkrankungen, gastroenterologische Erkrankungen, also Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes und andere Erkrankungen. Wenn man die urologischen Erkrankungen genauer anschaut, wäre es diese interstitielle Zystitis, also eine Blasenentzündung, die eigentlich keine Entzündung ist, also ein chronischer Blasenschmerz, der ähnliche Symptome machen kann wie Blasenendometriose. Chronische Harnwegsinfekte können so Beschwerden verursachen, Nierensteine, Karzinome, vor allem wenn es an die Abklärung eines blutigen Harns oder blutigen Stuhls geht, dann muss man auch ans Karzinom denken, differenzialdiagnostisch. Die gastroenterologischen Erkrankungen, kurz angeführt, also die Colitis, die Entzündung des Darms, Divertikulitis bei Divertikulose. Sie wissen vielleicht, dass das so Ausstülpungen der Darmwand sind, die sich entzünden können. Dann spricht man eben von der Divertikulitis, die auch chronische Schmerzen verursachen kann. Reizdarmsyndrom, Obstipation, ja, Verstopfung in chronischer Form. Dann die Intoleranzen, Nahrungsunverträglichkeiten, also Laktoseintoleranz, Glutenintoleranz und eben auch die Karzinome, an die man denken muss, eben wenn es zur Darmblutung kommt. Ja, andere differenzialdiagnostische Überlegungen seien kurz angeführt.
In der Gynäkologie selbst wäre es die Adnexitis, also so chronische Eierstockentzündung oder Verwachsungen, die andere Ursache haben können. Nicht alle Verwachsungen entstehen ja wegen der Endometriose. Kann auch sein, dass die Frau wiederholt schon Entzündungen hatte, also Eierstock-Eileiter-Entzündungen, und deswegen Organe miteinander verkleben und solche Beschwerden verursachen kann. Oder Operationen, die zu Verwachsungen führen können. Ja. Chirurgische Differentialdiagnostik, die chronische Appendizitis, also Wurmfortsatzreizung zum Beispiel, oder orthopädische Erkrankungen. Es gibt durchaus auch manchmal Hüfterkrankungen oder Erkrankungen der knöchernen Verbindungen im Becken. Iliosakralgelenk sei da angeführt, was durchaus auch Schmerzen im Becken verursachen kann. Ja, Endometriose und Sterilität, ein wichtiges Thema für Frauen, die Kinder kriegen wollen. Natürlich, wir haben vorher schon gehört, 30-50% der ungewollt kinderlosen Frauen leiden an einer Endometriose. Nun, das legt den Zusammenhang zwischen der Erkrankung und der ungewollten Kinderlosigkeit nahe. Und in der Beurteilung der Endometriose ist es da schon wesentlich zu unterscheiden, ob es sich um eine milde Endometriose oder eine schwere Endometriose handelt. Bei der milden Endometriose gibt es also differente Auffassungen unter den Experten, was die Schwangerschaftsraten in einigen Studien belegen. Und so gibt es Experten, die sagen, dass die milde Endometriose nur einen geringen Einfluss hat auf die Fertilität. Andere sagen wieder, es hat doch einen Einfluss auf die Fertilität. Und es gibt so eine generelle Empfehlung, dass wenn nach 12 Zyklen nach Diagnosestellung keine Schwangerschaft eintritt und andere Ursachen ausgeschlossen werden können, zum Beispiel eine Auffälligkeit im Spermiogramm, soll man operative Sanierung anstreben und diese Bauchspiegelung halt vornehmen, um zu schauen, welche Form der Endometriose liegt vor und was kann man am besten machen. Bei der schweren Endometriose, so Stadium 3 und 4 wäre das, kommt es ganz klar zu einer reduzierten Fruchtbarkeit durch organische, anatomische Veränderungen. Dadurch, dass es eine chronische Erkrankung ist, die halt fortschreiten kann, kommt es zur Zerstörung, zur Schädigung von Organen und dadurch zur Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit. Und hier liegt ganz klar die Empfehlung vor, dass man chirurgisch sanieren soll. Das heißt, da wäre eine chirurgische Sanierung anzustreben. Wo es um die Eileiter geht, natürlich, dass man Eileiter, die durch Verwachsungen behindert sind, dass man diese Verwachsungen löst, die Beweglichkeit verbessert, die Eierstöcke mobilisiert und Endometrioseherde entfernt aus dem Becken und dadurch die Schwangerschaft verbessern kann, die Schwangerschaftsrate. Intervalltherapie mit GnRH-Analoga, 3-6 Monate. Diese GnRH-Analoga sind Medikamente, die die Frauen in den künstlichen Wechsel versetzen. Die kann man aber nicht ewig geben, weil es zu viele Nebenwirkungen hat und weil man unter dieser Therapie auch nicht schwanger werden kann. Aber es kann eingesetzt werden nach der Operation bis zu einer weiteren Therapie mit IVF zum Beispiel. Und wichtig ist halt, dass man bei der schweren Endometriose, auch bei der milden Endometriose und Kinderwunsch, dass man individuell vorgeht. Dass man schauen muss, wie alt ist die Frau, wie ist der Zyklus, bestehen Begleiterkrankungen, wie schaut das Spermiogramm aus und so weiter. Das sind mehrere verschiedene Aspekte, die man mit berücksichtigen muss. Dann haben wir schon kurz angesprochen jetzt diese Graduierung der Endometriose. Also Stadien haben wir gesagt, 1, 2, 3, 4. 3 und 4 habe ich erwähnt, also leichte und schwere Form der Endometriose. Und da kann man unterscheiden zwischen der Bauchfellendometriose und der tief infiltrierenden Endometriose. Bei der tief infiltrierenden Endometriose klassifizieren wir mit diesem Enzian-Score. Enzian-Score, wobei es drei verschiedene Aspekte gibt, drei Kompartimente. Kompartiment 1 wäre also der Raum zwischen Scheide und Darm. Der Raum B ist die seitliche Beckenwand, also es wäre das Ligamentum sacrouterinum, seitliche Beckenwand. Und der Bereich C wäre das Rektum, also der Darmbereich. Und dort hat man sich angelehnt an die Tumorausbreitung bei Karzinomen, bei bösartigen Erkrankungen in dem Bereich.
in dieser Form der Klassifizierung nach dem Enzian-Score. Und da gibt es eben in jedem Bereich, zum Beispiel Bereich A, Septum recto vaginale, gibt es dann verschiedene Punkte. Also 1, 2, 3 wäre die Ausprägung. 1 ist unter ein Knoten, ein Herd unter 1 cm. Stadium 2 wäre 1 bis 3 cm und Stadium 3 über 3 cm. Und so können Sie sich vorstellen, können wir uns helfen, diese Erkrankung zu klassifizieren und die Ausprägung der Erkrankung festzulegen. Wenn es dann heißt, ja, Stadium A1, B2, C0, dann wissen wir Bescheid, wo die Erkrankung ist und wie ausgeprägt das ist, wie groß der Knoten ist. Ja, das wäre also Klassifizierung für die tief infiltrierende Endometriose. Und für die Bauchfellendometriose gibt es diese Klassifizierung noch der amerikanischen Gesellschaft für reproduktive Medizin. Das ist ein Punktescore, wobei das Bauchfell angeschaut wird, die Eierstöcke und dieser Douglas-Bereich, also der tiefste Punkt im Becken. Und je nachdem, wie groß die Herde sind, also unter 1 cm, 1 bis 3 cm, über 3 cm, gibt es verschiedene Punkte. Fürs Bauchfell, für den Eierstock, für den Douglas. Und dann kommen noch dazu die Verwachsungen. Ob die Verwachsungen jetzt unter einem Drittel, ein bis zwei Drittel oder über ein Drittel vorliegen, am Eierstock oder am Eileiter vorliegen, dann gibt es da auch so einen Punktescore. Und dann kann man, wenn man das abschließend beurteilt, diese Punkte summieren und kommt dann auf ein Stadium 1, also minimale Endometriose, wenn bis zu 5 Punkten vorliegen, leichte Endometriose, Stadium 2, 6 bis 15 Punkte, mäßig 16 bis 40 Punkte und eine schwere Endometriose wird vorliegen, wenn über 40 Punkte zu zählen sind. Und Sie sehen hier, wenn der Douglas, dieser Raum zum Beispiel, in der Gesamtheit verschlossen ist, liegt schon ein Stadium 4 der Erkrankung vor. Da braucht man die Eileiter gar nicht mehr dazuzählen dann und die Eierstöcke und das restliche Bauchfell. Das wäre noch so ein Schema, wie wir uns nach der Operation helfen können, zur Stadieneinteilung zu kommen. Aber es ist wieder das gleiche Prinzip mit diesem Punktescore. Ein zukünftiger Score soll diese beiden Möglichkeiten kombinieren. Wird noch nicht angewendet, ist aber in Erprobung und wird sicher demnächst kommen. Da wird dann diese peritoneale Beurteilung der Oberflächenendometriose mit dieser tiefen Endometriose nach dem ABC Enzian Score kombiniert. Und das wird dann ein gemeinsamer Score sein, bestehend eben aus Enzian Score und HSRM Score. Da habe ich ein paar Bilder mitgebracht von Endometriose-Patientinnen, die wir im Rahmen der Operation gemacht haben. Und das wäre zum Beispiel eine unauffällige Gebärmutter. Das ist ein Eierstock. Das wäre der Eileiter. Wir haben hier eine Blauprobe gemacht. Das heißt, wir haben einen blauen Farbstoff in die Gebärmutterhöhle injiziert, weil die Patientin wissen wollte, ob die Eileiter durchgängig sind oder nicht. Aufgrund der Sterilität. Und wir sehen hier, dass der Eileiter schön frei durchgängig ist. Der blaue Farbstoff fließt in die Bauchhöhle, Beckenhöhle ab. Auf der linken Seite, auf der rechten Seite nicht. Da ist der Eileiter verschlossen und die Flüssigkeit sammelt sich im Eileiter und fließt nicht in die Bauchhöhle ab. Das unten ist übrigens der Douglas-Bereich, der tiefste Bereich des Beckens. Und hier wäre das Sacrotrin-Ligament. Ein Ligament, das eben die Gebärmutter Uterin, also ein Uterus mit dem Kreuzbein, mit dem Sacrum verbindet, Sacrotrin-Ligament. Und da haben wir häufig diese Endometriose, da haben wir gesagt, bis zu 60% Erscheinungsform hier. Und das ist so eine typische Endometriose-Läsion. Hier unten ist auch so ein blauer Herd. Das ist ganz ein winziger Endometriose-Herd an der Beckenwand. Hier unten wäre das Sacrotrin-Ligament, da vorne die Gebärmutter, da seitlich zieht der Harnleiter hinunter, hier ein winziger Endometrioseherd. Da ist ein Endometrioseherd entfernt worden aus dem Bauchfell, also so wird es ausschauen, wenn wir das chirurgisch sanieren, den Herd einfach entfernen, das Bauchfell bildet sich dann neu in kurzer Zeit. Das ist eine Gebärmutter mit Myomen drauf, das wollte ich nur zeigen, damit Sie sehen, dass
wie Myome ausschauen. Erstens, und dass Myome häufig mit der Endometriose kombiniert sind. Also das wollte ich damit sagen. Wenn Sie Myome haben, ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass auch eine Endometriose vorliegt. Hier wäre ein vergrößerter Eierstock, da ist eine Endometriose-Zyste zusätzlich vorhanden. Das wären wieder die unauffällige Eileiter. So vorne die Bauchdecke und hinten der Darm. Das ist ein weiteres Beispiel für kleine, winzige Endometrioseherde an der Beckenwand. Hier ebenfalls auf der anderen Seite. Das ist auch eine Form der Endometriose. So ein weißlicher Fleck geht schon ein bisschen tiefer. Das Bauchfell ist da ein bisschen eingezogen, so narbig. Wir entfernen diese Herde dann, schicken es zum Pathologen und der schreibt dann Endometriose oder Nicht-Endometriose. In dem Fall war es eine Endometriose. Das ist auch eine Patientin mit einem Myom, in dem Fall ein gestieltes Myom. Und Endometriose hat sie auch gehabt, neben dem Myom. Das ist ein typischer bräunlich durchscheinender Endometrioseherd. Da wäre das Sacrodrinligament wieder. Da ist ein weiterer Endometrioseherd. Ja, das ist ein kleiner Endometrioseherd am Eierstock. Das ist ein Verwachsungsstrang, so ein Adhäsionsstrang, ein zarter. Das ist schon so tief infiltrierende Endometriose. Davon spricht man, wenn diese Herde mehr als 5 mm unter das Bauchfell hineinragen. Und das wäre so ein Knoten am Sacrodrinligament, hier auch, hier weiter seitlich. Also schon eine Form der tief infiltrierenden Endometriose. Das sind so typische Verwachsungen. Das wäre die Gebärmutterhinterwand. Und hier ist der Darm fixiert durch diese Verwachsung an der Gebärmutter. Hier ebenfalls ein kleiner Verwachsungsstrang, der Eierstock an der Gebärmutter angewachsen. Und noch einmal diese Adhäsion. Das ist auch eine Endometriose, wo viele kleine Herde vorliegen. Hier an der Beckenwand, das sind alles Endometrioseherde. Und hier im Douglas auch kleine Endometrioseherde, aber in der Gesamtheit dann doch mehr als 3 cm messend. Da ist wieder ein unauffälliger, schöner, zarter Eileiter. Die Eierstöcke sind schön nicht fixiert an der Beckenwand. Aber da unten sind ein paar zarte Endometrioseherde am Bauchfell. Und hier ist ein Endometrioseherd an der Darmwand. Das wäre so eine peritoneale Endometriose am Darm, die auch ein bisschen in die Darmwand hineingeht, also nicht nur peritoneal ist, sondern schon in die Tiefe geht. Die Patientin hat aber keine Beschwerden gehabt. Das wäre dann schon eine ausgeprägtere Form. Hier ist eine Endometriose-Zyste am Eierstock vorgelegen und der Eierstock in der Gesamtheit war da unten angewachsen. Und man sieht dann, wenn man den ablöst, dann kommt es hier an den Lösungsstellen zu Blutungen. Also da war zur Gänze festgewachsen an der Beckenwand. Und das wäre also schon ein höheres Stadium der Erkrankung, die dann auch mit einer verminderten Fruchtbarkeit natürlich verbunden ist, weil die Beweglichkeit der Organe durch diese Verwachsung verloren geht. Und das ist halt wichtig für den Mechanismus der Eizellaufnahme in den Eileiter. Das ist so ein Endometrioseherd im Blasenbereich, das ist die Gebärmutter. Und vorne ist die Bauchwand und hier unten wäre die Harnblase. Also Endometriose in dem Bereich. Blasenendometriose. Hier wieder typische Herde. Unten im Becken, da noch einmal Verwachsungen des Eierstocks zur Beckenwand und hier oberflächliche Endometrioseherde. Aber schöner, zarter Eileiter. Ebenfalls Endometriose am Eierstock. Hier ist eine größere Endometriose-Zyste am rechten Eierstock. Da unten ist eine typische Tasche am Bauchfell, bedingt durch eine Endometriose. Und hier ist also der Darm angewachsen an der Beckenwand. Und da weiß man nie, was dahinter ist, was hinter dieser Verwachsung ist, wie der Darm dahinter ausschaut. Also wenn man wissen will, ob der Darm Endometriose hat, ob an der Beckenwand der Endometriose vorliegt, muss man den Darm hier wegbringen, wegpräparieren von der Beckenwand. Und wenn man das dann macht, dann sieht man manchmal, dass eben das Problem unterhalb liegt in der Tiefe. Und das wäre so ein Endometrioseherd, ein ausgeprägter, der so zu seiner narbigen Einziehung geführt hat am Bauchfell. Und das Bauchfell ist gut innerviert, da sind viele Nerven auch drin. Das Bauchfell ist schmerzempfindlich und man kann sich vorstellen, dass das eben die Schmerzen verursachen kann.
hier noch weitere Verwachsungen zwischen Darm- und Gebärmutterwand. Das wäre auch ein Dickdarm, der an der Beckenwand angewachsen ist. Hier noch ein Eileiter, der auch verschlossen ist, wo sich dann diese Flüssigkeit drinnen gesammelt hat. Da eine Endometriose der Beckenwand auch, wo die Beckenwand ganz narbig ist und verdickt ist. Hier noch einmal diese Sacrodrinkligamente, hier das linke, hier das rechte und da auch diese typischen Verwachsungen, bedingt durch die Endometriose. Das ist auch ein Fall, wo der Darm mit dem Eierstock, der Eierstock mit der Gebärmutter verwachsen ist. Und wenn man dann den Darm hier abpräpariert, dann sieht man, dass darunter riesige Endometriose vorliegt. Also die ganze Beckenwand umgewandelt in einen Endometrioseherd. Der Eierstock angewachsen an der Beckenwand, der Eileiter zunächst gar nicht zu erkennen, weil er in diesen Verwachsungen involviert ist. Das wäre dann chirurgisch saniert, die Patientin, da ist die Endometriose, die wir früher gesehen haben, halt entfernt auf beiden Seiten. Was hier überbleibt, ist nur mehr der Harnleiter. Das wären die freipräparierten Harnleiter. Und das ist ein wesentlicher Punkt, wenn so eine Beckenwand-Endometriose vorliegt, dass eben immer das Risiko besteht, dass dieser Knoten auf den Harnleiter draufdrückt und diesen dann komprimiert, also abdrückt. Der Harnleiter wird dann immer dicker, der Harn staut sich zurück in die Niere und die Niere wird im Laufe der Zeit durch diesen chronischen Stau kaputt. Das auch ein Endometrioseherd am Darm, also Darmendometriose in dem Fall, das wäre ein Endometriom noch einmal, also Endometriose-Zyste am Eierstock. Das sind wieder so Herde am Bauchfell. Ja, das ist so zwischen Bauchfell-Endometriose und knotiger Endometriose. Das geht schon tiefer hinein, das ist schon tiefer als 5 mm. Also auch schon, geht schon Richtung tief infiltrierende Endometriose. Das wäre auch dann der Zustand nach der Operation, wo dieser Herd entfernt wurde. Hier auch die Zyste, die wir früher gesehen haben, ist entfernt. Der Eierstock schaut dann normal aus wieder. Das wäre so ein typischer Verwachsungsstrang auch, so ein Adhäsionsstrang. Und da eben Endometriose entlang des Sacrodrinligamentes wieder, das da verdickt ist und da sieht man diese knotigen Herde drauf. Ja, das wieder saniert mit dem freigelegten Harnleiter. Und so weiter und so fort. Ich glaube, Sie können sich jetzt schon ganz gut ein Bild machen von der Verschiedenhaftigkeit der Erkrankung und wie sich diese uns präsentieren kann. Das ist noch einmal so eine Darmendometriose, wo hier vorne die Gebärmutter ist und hier der Darm also an der Gebärmutter angewachsen ist. Und Sie sehen, man sieht hier nicht runter ins Becken, man sieht diesen Douglas-Raum nicht, weil er verschlossen ist durch die Verwachsungen. Und da liegt eben oft dann so eine Darmwandendometriose zugrunde und das muss man chirurgisch sanieren, wenn es Beschwerden macht. Wenn so eine Frau eine Darmendometriose hat, aber keine Beschwerden hat dabei, dann macht man nichts. Weil diese chirurgischen Eingriffe schon auch Komplikationen aufweisen natürlich und die Komplikationen will man auch vermeiden. Deswegen wird die Darmendometriose also nur operiert, wenn Beschwerden vorliegen. Das wäre jetzt hier dieselbe Patientin, wo dieser Darm abpräpariert wurde von der Gebärmutter. Hier ist dann der Herd in der Darmwand. Ja, also das Darmstück ist da oben geklebt vorher an der Gebärmutter und ist jetzt freigelegt. Und man sieht hier das Ausmaß der Erkrankung dann erst. Da noch einmal so eine Adhäsion, Verwachsung zum Darm hin. Ja, ein ähnliches Bild. Da noch einmal ein Knoten an der Beckenwand, wo man nicht weiß natürlich, wie tief geht der Knoten hinein und wo ist der Harnleiter. Man weiß nur, der Harnleiter zieht da irgendwo hinunter an der Gebärmutter vorbei zur Blase und da ist der Knoten. Und wenn man wissen will, ist der Harnleiter in Gefahr, ist er beeinträchtigt, dann muss man den Knoten, muss man das Bauchfell hier spalten und schauen, ob der Harnleiter wirklich ohne Beeinträchtigung vorliegt. Das ist auch so eine schwere Endometriose, wo dieser Douglas-Raum also völlig verschlossen ist, hier eine Zyste vorliegt und dann die weiteren Schritte zum Freipräparieren.
Hier ist ein Darmstück entfernt worden und da wird die Anastomose, also die Verbindung des gesunden Darmstückes, das weiter oben liegt, mit dem Enddarm vorgenommen und vorbereitet. Ja, so viel zu den Bildern, dass Sie sich auch einen guten Eindruck machen können, wie diese Erkrankung für uns ausschaut, wenn wir operieren und in den Bauch der Frau hineinschauen. Ein Thema ist immer auch Endometriose und Krebs. Hat das was miteinander zu tun? Ist Endometriose gefährlich, was das Karzinomrisiko betrifft? Und deswegen möchte ich hier noch ein paar Worte darüber verlieren. Es gibt diese Krebsentstehung auf dem Boden von Endometriosegewebe, das ist schon sehr früh beschrieben worden, also schon 1925 hat ein Pathologe das beschrieben. Aber es ist so, dass man keine Angst haben muss vor dem Karzinom. Es ist schon so, dass ein erhöhtes Eierstockkarzinomrisiko besteht bei fortbestehender Eierstockendometriose, aber man muss keine Angst haben, das Risiko ist nicht sehr hoch. Es ist über dem Normalkollektiv, aber ist nicht sehr hoch. Man muss keine Angst davor haben und man muss nicht jedes Endometriom, also jede Endometriosezyste sofort operieren, vor allem wenn die Frau noch Kinder kriegen will, weil bei jeder Operation auch gesundes Eierstockgewebe zerstört wird und gerade das will man bei der Kinderwunschpatientin ja vermeiden. Also nicht jedes Endometriom muss operiert werden. Wenn jetzt aber Endometriom schon viele Jahre besteht und wenn die Frau in den Wechsel kommt, der Kinderwunsch eben abgeschlossen ist, dann wird man nahelegen, diesen Eierstock sich entfernen zu lassen, weil eben ein minimal erhöhtes Ovarialkarzinomrisiko vorliegt bei Ovarialendometriose im Vergleich zum Normalkollektiv. Ja, bei der tief infiltrierenden Endometriose, das ist das, was ich Ihnen früher gezeigt habe, mit dieser Darmendometriose und Endometriose der Beckenwand, ist es so, dass es auch Karzinome gibt auf dem Boden einer Darmendometriose zum Beispiel, aber das sind ganz seltene Fälle. Das heißt, man muss keine Angst haben davor, dass eine Darmendometriose entartet. Es gibt beschriebene Fälle, aber es ist nicht so, dass das unweigerlich, dass diese Darmendometriose in ein Karzinom übergeht im Laufe der Jahre. Das heißt, wenn die Frau beschwerdefrei ist und eine Darmendometriose vorliegt, muss man das nicht unbedingt operieren und schon gar nicht aus dem Argument, dass man damit ein Darmkarzinom verhindern kann oder muss. Gut. Ja, kommen wir jetzt zu einem wesentlichen Punkt, nämlich der Therapie der Endometriose. Wie schaut so eine Endometriose-Therapie aus? Das ist ja wesentlich für die Betroffenen. Sie kann natürlich wie immer in der Medizin symptomatisch sein. Da stehen uns Analgetika zur Verfügung, also Schmerzmedikamente, Antiphlogistika, Medikamente, die gegen Entzündung wirken, weil die Endometriose auch eine entzündliche Erkrankung ist und alle Formen der komplementärmedizinischen Möglichkeiten, die es gibt, ob das jetzt Akupunktur ist oder kraniosakrale Therapie, was auch immer. Hormonelle Therapie-Schiene ist ganz, ganz wichtig für uns, dass ist so, dass also die Pille eine sehr, sehr gute Therapiemöglichkeit ist, weil man mit der Pille den Eierstock ruhig stellt und den Hormonspiegel der Frau senkt und dadurch der Endometriose den Nährboden nimmt. Die Gestagene sind also die Gelbkörperhormone, kann man auch wunderbar einsetzen. Es gibt da Unterschiede bei den Gestagenen. Es gibt welche, die besonders gut gegen die Endometriose wirken. Diese GnRH-Analoga haben wir früher schon kurz erwähnt in der Therapie beim Kinderwunsch. Das sind eben Medikamente, die die Frau in den künstlichen Wechsel versetzen. Wichtig ist nur, dass man die nicht ewig anwenden darf. So ein halbes Jahr länger soll man es nicht geben, weil es dann zu viele Nebenwirkungen gibt durch diesen vorzeitigen künstlichen Wechsel. Aber in der Phase bis zu einer Operation oder vor einer Kinderwunschtherapie lässt sich es gut einsetzen, weil es auch gut die Beschwerden nimmt und die Frauen damit eine bessere Lebensqualität haben. Die operative Therapie, also vornehmlich laparoskopisch mit der Bauchspiegelung, bei der nur kleine Schnitte in die Bauchdecke gemacht werden und die Bauchdecke nicht eröffnet wird, also kein Bauchschnitt, kein großer vorgenommen wird. Vaginal, wenn so ein Herd in der Scheide vorliegt oder kombiniert laparoskopisch und vaginal,
Die Laparotomie, also der Bauchschnitt, ist eigentlich nur notwendig, wenn es ja Komplikationen gibt oder besondere Umstände den Bauchschnitt erforderlich machen. In der Regel ist das nicht der Fall. Ja, dadurch, dass die Erkrankung Östrogen, also hormonabhängig ist, ist es wichtig, den Östrogenspiegel, den Hormonspiegel zu senken. Und die Therapie muss immer patientinnenbezogen und zielgerichtet sein, das ist klar. Wenn die Dysmenorrhoe, also die Regelschmerzen, jetzt im Vordergrund stehen, dann wird es wichtig sein, eine Amenorrhoe zu erzielen, also einen Zustand, wo die Frau keine Regelblutung mehr hat. Und da, das kann man ganz gut mit der Pille bewerkstelligen, indem man die Pille im Langzyklus verabreicht. Das heißt, die Frau nimmt 3-4 Pillenpackungen ohne Pause durchgehend und hat dann halt statt jedes Monat nur 4 Blutungen im Jahr. Und dadurch eben nicht 12-mal die Regelschmerzen, sondern nur 4-mal. Eine Variante ist auch diese Gestagentherapie, reine Gelbkörperhormontherapie. Die gibt man ja generell ohne Pause, also es wäre ein Langzyklus ohne jegliche Unterbrechung. Und damit hat die Frau im Idealfall auch keine Blutung mehr und damit keine Dysmenorrhoe, keine Regelschmerzen. Ja, bei Blutungsstörungen, wenn die im Vordergrund sind, wird man individuell vorgehen. Bei der Dyspareunie, also Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, da liegt ja häufig doch diese tief infiltrierende Endometriose, die ich Ihnen gezeigt habe, vor. Und da wird man in der Regel um eine operative Sanierung nicht herumkommen, wenn die medikamentöse Therapie nicht wirkt. Beim Kinderwunsch natürlich, das ist ein Spezialfall, Sonderfall. Ja, operative Sanierung haben wir besprochen. Es gibt Autoren, die sagen, ja, die Schwangerschaftsraten sind besser, wenn man die Frauen operiert. Es gibt IVF-Experten, die sagen, ja, es ist egal, das Outcome ist gleich, wenn man künstliche Befruchtung macht und plant. Also man muss da individuell vorgehen und am besten Endometriosezentrum mit IVF-Zentrum das gemeinsam besprechen und ein individuelles Vorgehen dann entscheiden und präferieren. Ja, das wäre noch ein Bild über so ein MR-Bild, wollte ich noch zeigen. Wie schaut das im MR aus, wenn so ein Knoten im Darm vorliegt? Das wäre also der Darmknoten. Hier wäre die Scheide mit einem Kontrastmittel gefüllt. Das hinten ist der Darm und man kann dann sehr gut sehen, wie eben diese tief infiltrierende Endometriose den Darm und den Retrozervikalbereich, also den Bereich hinter dem Muttermund, verändert hat. Das wäre das entsprechende Ultraschallbild dazu. Das wäre dieser Endometriose-Knoten im Ultraschall. Und das ist noch ganz kurz so eine operative Versorgung einer Darmendometriose. Hier wäre der Darmherd, der dann entfernt wurde. Hier ist noch ein zweiter Herd, also da unten war der erste, da ist noch ein zweiter Herd. Und dieses kranke Darmstück ist dann entfernt worden. Und mit diesem Autosuturgerät, das ist ein Instrument, mit dem der Darm abgetrennt werden kann und gleichzeitig verschlossen wird. Das kranke Darmstück wird dann entfernt und dann die Anastomose, also Anastomose wiederhergestellt, das heißt die gesunden Darmabschnitte wieder verbunden miteinander. Endzustand. Aber es sind schon größere Eingriffe, die entsprechende Komplikationsrate auch aufweisen, deswegen macht man das nur, wenn wirklich starke Beschwerden vorliegen. Hier war eine Patientin mit so einer Darmendometriose, so schaut sie im Ultraschall aus, das war das Operationsbild dann und man sieht, der Knoten ist sehr groß. Hier drüben ist der zweite Teil, es hat das Darmlumen praktisch verschlossen. Hier ist der zweite Knoten und die Frau hat nahezu einen Darmverschluss gehabt. Das ist dann im Ultraschall die Anastomose. Wenn man nachher schaut, sieht man hier die Narbe in der Darmwand. Okay. Therapeutika der Zukunft. Ja, da ist nur wichtig, Sie sollen wissen, dass die Wissenschaft nicht schläft, sondern ständig forscht und weiterarbeitet und bemüht ist, die Lebensqualität der Patientinnen zu verbessern. Das sei nur kurz erwähnt zum Abschluss. Danke. Kann der Frauenarzt dies überhaupt so leicht feststellen?
Und hat das Auswirkungen auf die Behandlung, wenn es erst Jahre danach entdeckt wird? Ja, das ist absolut so. Es ist traurig, dass immer noch im Durchschnitt 7 Jahre dauert, bis die Krankheit richtig und korrekt diagnostiziert wird. Und da hängt es halt davon ab, wie man die Anamnese macht. Und es ist schon so, dass das eben zeitaufwendig ist, die Endometriose-Patientin. Es ist eine chronische Schmerzpatientin und da muss man halt, wie es im Vortrag erwähnt worden ist, genau fragen nach den Symptomen der Endometriose. Und dann kommt man auch drauf. Und es ist leider so, dass die Frauen oft verspätet zum Arzt kommen, weil es ja, wie es dem Vortrag auch hervorgegangen ist, in der Familie normal ist, dass die Frauen Regelschmerzen haben, weil es eben eine familiäre Häufung gibt. Und wenn das Mädel jetzt zum Bluten beginnt und die Regelschmerzen immer stärker und unerträglicher werden, geht es natürlich zur Mutter, zur Tante oder sonst wohin und fragt, ja, weißt du nicht, was ich machen kann, warum ich so Schmerzen habe und was man tun kann dagegen. Und die Mutter oder Schwester sagt, ja, das ist normal so, das habe ich auch gehabt. Ne? Das ist leider so, dass auch deswegen zu einer Verzögerung in der Diagnostik kommt, aber dass auch zu wenig noch den Endometriose-Beschwerden gefragt wird. Und das ist wieder ein Auftrag an die Gynäkologinnen und Gynäkologen, dass man wirklich sich Zeit nimmt für die chronischen Schmerzpatienten und genau nach Endometriose-Symptomen fragt. Und dann kommt man schon drauf, dann kann man schon eingrenzen und kann schon die Diagnostik in die richtige Richtung bringen. Und natürlich ist es so, dass es schlechter ist für die Frau, wenn sie 7 Jahre bis zur Diagnosestellung wartet, als wenn nach einem Jahr oder nach kurzer Zeit der Therapie begonnen wird, weil man das Fortschreiten der Erkrankung damit verhindern kann oder zumindest reduzieren kann. Die zweite Frage, welche kurz- und langfristige Folgen sind bei Endometriose zu erwarten und wirkt sich die Krankheit auf die Psyche aus? Die kurzfristigen Folgen sind sicher die Schmerzen, die damit verbunden sind. Die allein sind schon quälend genug, weil sie ja regelmäßig wiederkehren. Es ist ja nicht so, dass die einmal kommen und bei der nächsten Blutung nicht mehr auftreten, sondern das Ganze prolongiert sich und kommt immer, immer wieder und das zermürbt die Frauen. Und die langfristigen Folgen sind natürlich durch die Charakteristik der Erkrankung und durch das Ausmaß, das die Erkrankung ausnehmen kann, bedingt, dass eben die Organe auch zu Schaden kommen können im Laufe der Monate und Jahre und das zur Organzerstörung mit all ihren Folgen führen kann. Und dass das natürlich massive Auswirkungen auf die Psyche hat. Also wir sehen Frauen, die sehr gut damit zurechtkommen, aber wir sehen auch Frauen, die gar nicht damit zurechtkommen und die in die Depression schlittern durch die Erkrankung. Zum Abschluss noch die letzte Frage. Nimmt die Endometriose auch Einfluss auf die Sexualität? Und inwiefern beeinflusst es die Wahrscheinlichkeit, Kinder zu bekommen? Ja, absolut. Sexualität ist ein großes Thema für die Endometriose-Patientin, auch insbesondere für die mit der tief infiltrierenden Endometriose. Wenn Sie sich erinnern können, das waren diese Bilder, wo der Darm zum Beispiel an der Gebärmutterhinterwand angewachsen ist und ein Knoten am Ende der Scheide vorliegt, der in der Regel schmerzhaft ist. Man kann das bei der Untersuchung auch auslösen, dieses Schmerzphänomen natürlich, und genau das passiert beim Geschlechtsverkehr auch und vor allem beim tiefen Verkehr. Also es gibt dann Frauen oder Paare, die ganz gut damit umgehen können, dass eben Situationen, die die Schmerzen verstärken oder überhaupt erst auslösen, vermieden werden in der Sexualität. Aber natürlich, das ist unbestritten, gibt es einen Einfluss auf die Sexualität durch die Erkrankung und auch einen Einfluss auf die Familienplanung. Natürlich, wir haben gesehen, 30-50% der Kinderwunschpatienten sind Endometriose-Patienten und das ist ganz klar, dass das einen Einfluss hat.